Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ja, dieses Mal nicht vom Motorrad, denn es ist mittlerweile schon Ende November und mein Motorrad ist eingelagert. Aber ich habe ja neulich mal ein Video gemacht über die Probleme mit meiner kleinen Honda, die ihr jetzt auch seht, wo ich da gefahren bin, wo das Problem aufgetaucht ist. Und nachdem ich mir die Kommentare von euch durchgelesen habe und mir nochmal das Footage, was ich aufgenommen habe, als der Fehler aufgetaucht ist, genau angeschaut habe, ist mir ein Detail aufgefallen, was zu euren Hinweisen passt, woran das denn an dieser, oder wieso die Motorkontrollleuchte da genau angegangen ist. Ich bin an dem Tag ganz normal am Deich lang gefahren, also wie immer. Ich hatte, wie man sieht, links die Griffheizung auf so 75% an, schon längere Zeit, und es war an dem Tag aber schon sehr kalt, auch wenn es nicht danach aussah. Und ich habe mir dabei ja halt nichts gedacht. Ich hatte die Griffheizung ja schon mehrfach auf höchster Stufe nie, aber so auf 50-75%, je nachdem wie kalt es war, hatte ich die halt ganz normal angemacht. Und gleich kommt eine Szene, wo ich merke, okay, ist doch ein bisschen kühler an diesem Tag. Da schalte ich die Griffheizung mal einfach auf 100%. Also die hat dann mit voller Leistung gearbeitet. Und da ist mir halt aufgefallen, dass das Problem, oder kurze Zeit später, nachdem ich die Griffheizung halt auf 100% aktiviert habe, dass da das Problem aufgetaucht ist, dass die Lampe angeheizt ist. Bis dahin war es ohne Probleme aktiviert. Jetzt schalte ich die Griffheizung auf 100% und ich fahre nur ein relativ kurzes Stück und plötzlich geht dann die Kontrollleuchte an, was ich in dem Moment halt nicht kombiniert habe oder vielleicht unterbewusst durchaus kombiniert habe. Jetzt ist sie angegangen. Und ich will hier gerade raus beschleunigen und da fällt mir dann in Kürze auf, dass, ups, da dieses Lämpchen, was da jetzt angezeigt wird, das war da vorher nicht. Genau, als mir das aufgefallen ist, habe ich unterbewusst die Griffheizung komplett ausgemacht, weil ich habe es nicht direkt realisiert, dass es eventuell damit zu tun haben könnte, aber unterbewusst vielleicht schon. Und da bin ich halt erstmal, habe ich erstmal überlegt, was das denn sein könnte. Motorproblem oder sowas, keine Ahnung. Und bin dann halt erstmal ganz normal weitergefahren, weil der Motor hat sich halt genauso angefühlt, wie ich sonst auch immer fahre. Also komplett normal. Kein Ruckeln, kein Stottern, keine Aussetzer oder sonstiges, was man vielleicht bei einem groben Fehler halt erwarten würde. Und deswegen bin ich auch erstmal ganz normal weitergefahren. Ich war da nicht weit entfernt von zu Hause, also selbst wenn was passiert wäre, dann wäre es kein Problem. Ich habe mich dann aber doch nochmal entschieden anzuhalten und mir das genauer anzuschauen, ob da vielleicht was rausleckt oder so. Also ich hatte zu dem Zeitpunkt das einfach nicht realisiert, dass das mit einem Elektronikproblem sein könnte. Ich habe dann erstmal den Motor ausgemacht, dann wieder angemacht. Dann müsste ja theoretisch, wenn man das anlässt, beziehungsweise die Zündung zündet, dieses Lämpchen auf der rechten Seite ausgehen. Neutral ist ja noch an und ABS. ABS geht ja, glaube ich, erst bei 5-6 Stundenkilometern. Da habe ich mal geguckt. Es ist in dem Video jetzt hier nur ganz kurz, aber ich stand da locker 10 Minuten oder 5 Minuten, weiß ich nicht mehr ganz genau. Und habe dann halt alles durchgeguckt, habe noch im Internet gelesen, was das sein könnte. Da kam aber jetzt nichts, wo ich dann denken würde, okay, da ist irgendwas. Ich habe nochmal reingeguckt in die Gabel, ob da vielleicht ein Kabellose ist oder so. Hätte ja auch sein können, dass da vielleicht irgendwas mit irgendwas locker ist oder so. War dann nicht und deswegen habe ich mich dann entschieden, nach Hause zu fahren. Im Nachhinein, nachdem ich dann die Kommentare gelesen habe, dass es eventuell mit der Batterie was zu tun haben könnte, habe ich jetzt auf Basis dieser Aufnahmen, die ich hier gemacht habe, dann natürlich auch festgestellt, das ist absolut realistisch. Ich habe die Batterie zwar immer, wenn dieses Motorrad länger steht, zwischendurch mal aufgeladen. Ich habe so ein Automotorrad-Batterieladegerät, wo ich das Motorrad halt oder die Batterie ausbaue, so wie im Winter jetzt auch. Also ich habe sie jetzt auch ausgebaut und die ist dann im Keller dann an dieser,
Haltungsladung oder wie das heißt, wo dann irgendwie, ich weiß nicht genau wie viel Volt, aber ich glaube 14 oder so oder 13 Volt dann die Batterie sozusagen am Leben erhalten wird, bis sie dann halt im nächsten Frühjahr wieder eingebaut werden kann. Ich bin hier halt ganz normal weitergefahren, habe halt absolut nichts gemerkt, kein Unterschied, kein gar nichts. Das Motorrad ist ganz normal angesprungen, deswegen habe ich mir jetzt auch nichts dabei gedacht. Aber jetzt im Nachhinein, klar, es muss irgendwas mit der Energieversorgung zu tun haben. Die Batterie, ich weiß, also die in der Werkstatt haben den Fehler wahrscheinlich nicht darauf untersucht, aber auch die mein Batterieladegerät, das hat ja so ein Display mit Analyse von der Batterie und so, hat auch nicht angezeigt, dass die Batterie jetzt irgendwie zu schwach ist, beschädigt oder sowas. Also sie funktioniert halt allgemein. Ich weiß nicht, ob das eventuell was zu tun hat mit, dass diese Griffheizung von Oxford auf höchster Leistung zu viel zieht für diese Batterie oder halt mein Motorrad zu viel gezogen hat und alles zu viel gezogen, aber weder das Navi war mit dran, ihr seht ja, dass es abgenommen, noch die USB-Steckdose links oben wird genutzt zum Aufladen von Akkus oder sowas. Also da hatte ich, gut, auf der Alpentour hatte ich jetzt die Griffheizung nicht an, da hatte ich nur das Navi und das USB-Ladegerät an, um die GoPro-Akkus zu laden, aber das macht mir natürlich ein bisschen Sorgen, wenn ich zum Beispiel dann vielleicht irgendwann, weiß ich nicht, mal ans Nordkap fahren möchte oder sowas, dass man da halt vielleicht Probleme bekommt, wenn man das Navi nutzt, gleichzeitig die Griffheizung wahrscheinlich auf relativ hoher Stufe, weil es ja dann mit Sicherheit kalt wird und dann noch die Akkus lädt, ne? Also dann sind wir nochmal, wie viel Volt da halt rausgehen kann, weiß ich nicht. Also eins habe ich gelernt, dass ich die Griffheizung erstmal nicht auf 100% wieder nehme. Ich werde nochmal, wenn ich im nächsten Frühjahr, habe ich ja irgendwie, glaube ich, im Mai die zweite Inspektion, also die Zweijahresinspektion, da werde ich das nochmal ansprechen, ob die vielleicht nochmal die Batterie durchprüfen sollen. Aber dann müsste ich mir halt eine Lösung ausdenken, was ich mache. Es gibt natürlich, das ist natürlich keine wirklich hochwertige Batterie, aber ich hatte in der anderen Honda, in der CBR 500R auch nie Probleme. Gut, da hatte ich jetzt keine Griffheizung und ich hatte auch keinen Navi, glaube ich. Ich hatte nur so ein, ich weiß gar nicht mehr, was ich damals hatte. Ich glaube, so eine Handyhaltung oder so, das war ja nicht am Bordnetz. Und hier habe ich halt relativ viel am Bordnetz, also dann drei Geräte sozusagen. Kann ich mir schon vorstellen, dass dann die Batterie ans Limit kommt. Nur was ist die Lösung? Also man könnte jetzt noch so eine richtig teure Batterie kaufen, die hat aber dann auch Nachteile. Also ich wüsste jetzt nicht genau, was ich da machen könnte. Also wie man sieht, das Motorrad beschleunigt auch ganz normal, also man kann überholen und so weiter. Also ich habe da jetzt vermutet und deswegen gehe ich mal davon aus, dass das irgendwas mit der Batterie zu tun hat. Ihr habt mir auch gesagt, dass das bei euch teilweise auch vorgekommen ist und deswegen müsste ich mir dafür halt eine Lösung ausdenken. Genau, also ihr könnt mir gerne mal wieder, also euer Tipp hat ja schon mal geholfen, das Problem zu lokalisieren. Ihr könnt mir gerne vielleicht mal in die Kommentare schreiben, was da eine Lösung wäre, ob es wirklich sich lohnt, so eine richtig teure Batterie zu holen oder ob man die Batterie besser pflegen kann. Also ich habe sie ja, wie gesagt, wenn ich weiß, dass ich irgendwie einen Monat nicht fahren kann oder so, dann nehme ich die eh raus und packe sie ans Batterieladegerät, damit die Erhaltungsladung halt da durchgeführt werden kann. Aber ansonsten wüsste ich halt jetzt nicht, neue Batterie direkt kaufen. Das Motorrad ist jetzt eineinhalb Jahre alt, also da kann die Batterie eigentlich theoretisch nicht platt sein, außer sie hätte eventuell schon was. Also meine Optionen wären jetzt, irgendwelche Tipps zu kriegen von euch, damit ich vielleicht weiß, was ich, vielleicht lohnt sich ja so eine teure Batterie oder eventuell auch nicht. Oder ich werde halt im Mai dann fragen in der Werkstatt, ob die Batterie vielleicht nochmal durchtesten können, wenn sowas geht, oder vielleicht eventuell da eine Lösung parat haben. Weil wenn ich wirklich mal die Nordkap-Tour, falls Corona mal vorbei ist, machen werde, da muss das alles funktionieren. Also muss das Navi funktionieren, da muss das Laden der Akkus funktionieren, da muss die Griffheizung funktionieren. Und ja, das wird eine spannende Zeit. Alles klar, das war ein kurzes Video mit ja, der Aufnahme des Tons von meinem PC aus. Also ist jetzt, ich mache so ein bisschen Musik drunter und so weiter, also vielleicht ist das okay. Ist jetzt natürlich kein Motorsound, weil ich da zu der Zeit nicht geredet habe, während ich das Video aufgenommen hatte. Weil ich aber nur die ganze Zeit nachgedacht hatte, boah, was kann das sein? Das kann doch nicht sein. Die Honda ist doch ganz neu. Das ist unmöglich, dass die jetzt kaputt ist oder so. Und deswegen waren im Grunde nur Windgeräusche. Deswegen habe ich mir überlegt, dass ich das einfach
ein bisschen nachvertone. Also vielleicht gefällt euch das ja auch. Ich habe noch, glaube ich, 2 Videos oder so, die ich aber leider auch nachvertonen muss. Und wenn euch das passt, könnt ihr das ja gerne in die Kommentare schreiben. Ansonsten gerne auch Tipps in die Kommentare. Und ich wünsche euch auf jeden Fall eine gesunde Zeit in dieser Corona-Krise, unter der wir alle leiden. Natürlich schöne Adventtage jetzt und bald Weihnachten, Silvester. Also spätestens im nächsten Jahr sehen wir dann uns dann wieder auf jeden Fall vom Motorrad zurück. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao.